So etwas wie das Tomorrowland Festival gibt es bei uns hier leider nicht, aber ich zeige euch in diesem Video, was man denn in Konstanz abends so unternehmen kann. Viel Spaß! Wir sind hier gerade am Lago. Das ist das größte Einkaufszentrum in Konstanz. Hier könnt ihr nicht nur shoppen gehen, sondern für alle Kinoliebhaber unter euch. Hier könnt ihr euch auch einen richtig guten Film anschauen. Alle aktuellen Kinofilme im größten Kino in Konstanz. Und ich war dort auch schon einmal, hat mir super gut gefallen. Ist natürlich nicht gerade günstig, ist ja normal für Kinos, aber könnt ihr auf jeden Fall ausprobieren, wenn ihr nicht so die Partygänger seid. Wenn man dann nach der Anfangszeit in Konstanz einige Freunde gefunden hat, dann wird man wahrscheinlich auch öfter mal auf ein gemütliches Zusammensitzen oder eine kleine Hausparty eingeladen. Das lasse ich mir natürlich auch nicht entgehen. Hier haben wir gerade Waffeln gemacht und ein bisschen vorgeglüht. Jetzt habe ich hier was für die Party-People unter euch. Es gibt wirklich zig Bars und sehr viele Clubs in Konstanz. Und ich bin zwar jetzt nicht so der Bargänger, ich mag lieber in Clubs zu tanzen und dort zu feiern. Trotzdem will ich euch hier ein paar Bars zeigen. Meine Hauptempfehlungen sind das Shots, die Heimatbar und den Klimperkasten, sage ich jetzt einfach mal so spontan, obwohl ich nicht der Bargänger bin, wie gesagt. Von den drei genannten Bars würde ich zum Shots sogar sagen, dass es schon fast in Richtung Club geht, weil die meisten Leute dort stehen und auch ein bisschen tanzen. Wenn ihr nicht so Lust auf die Standardbars habt und lieber euch mit euren Freunden bei einer gemütlichen Shisha unterhalten wollt, dann gibt es in Konstanz auch wirklich super viel Auswahl. Ich war hier nämlich gerade mit meiner Freundin und einem guten Freund in der Lake Lounge. Da haben wir uns eine gute Shisha gegönnt und ich würde sagen, kann man auf jeden Fall mal machen. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, nämlich Party machen. Was eignet sich dafür am besten? Clubs. Ich bin eher so der Elektromusiktyp und deswegen will ich euch hier die Kantine zeigen. Dort läuft oft elektronische Musik, Techno und ich feiere die Leute und die Atmosphäre dort einfach richtig. Aber seht selbst. Dann gibt es noch das Grey, das ist der größte Club am Bodensee. Man glaubt es kaum, es passen bis zu 3000 Leute in den Club schätzungsweise. Und sie haben 5 Floors, also alle Musikgeschmäcker werden getroffen. Ich kann nur sagen, ja, wenn ihr in Konstanz seid, geht mal ins Grey und schaut es euch an. Da findet wirklich jeder was für seinen Musikgeschmack. Leider habe ich im Grey meine Kamera vergessen und musste mit dem Handy filmen. Deshalb sind natürlich die Videoaufnahmen nicht so gut geworden. Um das wieder gut zu machen, dachte ich mir, ich zeige euch ein bisschen was von meinen Shuffle Skills, auch von, wenn ich jetzt nicht wirklich tanzen kann. Schaut es euch einfach an.
Wie ihr in dem Video jetzt schon sehen konntet, ist das Nightlife in Konstanz auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ich habe zurzeit Prüfungsphase und ich freue mich schon wirklich, danach wieder durchzustarten und Party zu machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut noch bei meinen Vlogger-Kollegen vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!